Pressekonferenz am Montag in Berlin. FDP-Chef Guido Westerwelle sorgt für Verwunderung, als er die Bitte eines Reporters der britischen BBC ablehnt, auf Englisch zu antworten. James Kumarasamy from the BBC. If I may ask a question in English, if you would be so kind as to answer in English. Wenn Sie bitte so freundlich wären, weil das eine Pressekonferenz in Deutschland ist. If I may ask in English and you could answer in German, is that... Wir bitte Sie das bei allem Verständnis dafür, aber so wie es in Großbritannien üblich ist, dass man dort selbstverständlich Englisch spricht, so ist es in Deutschland üblich, dass man hier Deutsch spricht. Okay, wir werden übersetzen. Okay. Es ist Deutschland hier. Das ist alles andere als eine Empfehlung für den diplomatischen Dienst, finden die Grünen. Cem Özdemir reagierte vorsorglich mit einer Videobotschaft an die Welt. Dear friends from the BBC, dear English speakers in and outside Germany. I don't know what you felt when you saw yesterday Guido Westerwelle not trying to speak English. Let me just assure you, unfortunately, this is going to be German foreign policy for the next 4 years. But don't forget there was a Joschka Fischer, and don't forget the next election will come 2013, and then we will be back. So please don't leave us alone with those guys, and don't forget there are other Germans as well. See you guys. Take care.